Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Countdown, der letzte Widerstand, von Thomas Thiemeier mitgebracht. Ich habe das Buch sowohl gelesen als auch als Hörbuch gehört. Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Countdown, der letzte Widerstand, von Thomas Thiemeier mitgebracht. Ich habe mir das Buch damals als Geschenk gewünscht und auch bekommen, aber bin erst jetzt zum Lesen gekommen. Das Cover, diese Vierecke, die hier sieht, diese Quadrate, die kann man fühlen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn ich das so... Seht ihr das? Na, auch den Titel kann man fühlen. Und ich finde die Idee einfach krass. Jedenfalls, das ist das Cover. Der Rücken. Und der Klappentext, für den zoome ich jetzt mal ein bisschen. Müsste das passen? Klingt doch interessant, oder? Ja, und jetzt verrate ich euch, wie mir das Buch gefallen hat. Es ist der letzte Schultag vor den Ferien. Alle Schüler freuen sich bereits auf 6 Wochen Freiheit, als etwas Merkwürdiges passiert. Plötzlich scheinen alle elektronischen Geräte durchzudrehen. Manche Handys fangen sogar Feuer. Die Schüler werden beruhigt. Das würde schon alles wieder werden. Es sei bloß ein vorübergehender Stromausfall. Sie sollen nach Hause gehen. Das Problem? Es wird eben nicht alles wieder gut. Wie lebt es sich in einer Welt ohne Strom? Ohne die Annehmlichkeiten, die wir alle gewohnt und die aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind? Und was, wenn du dir gerade ein neues Leben aufgebaut hast in dieser neuen Realität und dann eine Entdeckung machst, die alles wieder auf den Kopf stellen könnte? Ich fand die Idee mega. Allgemein mag ich Endzeitliteratur. Denn, seien wir mal ehrlich, wer von uns käme ohne Elektrizität noch klar? Manche haben vielleicht noch Eltern oder Großeltern, die sich an die Zeit noch erinnern können, als alles von Hand gemacht werden musste. Aber meine Generation und alle Nachfolgenden sind es gewohnt, einfach einen Schalter umzulegen oder einen Stecker in die Steckdose zu stecken. Das Buch beginnt erst ziemlich spannend, macht dann einen Zeitsprung in die Vergangenheit und wir erfahren, was denn eigentlich überhaupt passiert ist. Schnell wird klar, dass die Erklärung, die den Schülern vorgesetzt wird, nicht stimmen kann. Ein Stromausfall lässt keine Handys explodieren. Außerdem fährt auch kein Auto mehr, kein Bus. Wie sollten die davon betroffen sein? Bereits recht früh wird deutlich, dass dieses Ereignis die Gesellschaft auf den Kopf stellt. Wer früher reich war, sitzt jetzt auf einem Haufen Geld auf der Bank, das einem aber nichts mehr bringt. Man kommt nicht dran und es ist sowieso wertlos geworden. Die teure Technik hilft auch niemandem mehr. Ab jetzt zählen echte Fähigkeiten. Die Geschichte wird abwechselnd aus der Sicht von Ben, der an der Schule immer als seltsam galt, unter anderem auch deswegen, weil seine Familie als komisch bis verrückt angesehen wurde, der schon seit sie gegründet wurde in der Containersiedlung lebt, und Lena, deren ehemals reiche Familie frisch dort einzieht, erzählt. Beide kennen sich aus der Schule, verkehren aber nicht in den gleichen Kreisen. Doch jetzt ist sowieso alles anders. Ben macht bei einem Erkundungstrip eine merkwürdige Entdeckung, der viele Vermutungen und viel Angst folgen und die das Potenzial hat, alles zu verändern. Er forscht nach und Lena hilft ihm dabei. Doch die beiden legen sich mit mächtigen und gefährlichen Gegnern an. Ich persönlich fand die Idee mega und ich hätte das Buch auch deutlich lieber gemocht, wenn es mehr um diese Anfangsphase des Stromausfalls gegangen wäre. Wie geht Bens Familie damit um? Wie Lenas? Wie entwickelt sich das Dorf? Wann wird den Leuten klar, dass keine Hilfe von oben kommt? Und
alles eben nicht bald wieder okay und wie früher sein wird. Das hätte mich interessiert. Leider nimmt das Buch aber dann eine Wendung, die mir mehr und mehr zu konstruiert wirkte. Auch die beiden Protagonisten blieben mir zu distanziert und teilweise zu jung. Ich hatte ein etwas anderes Buch erwartet. Ich fand es nicht schlecht, aber so richtig packen konnte es mich leider auch nicht. Von mir bekommt es 3 Sterne. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!